Ausstellung. Donauwörth ist ganz wichtig für die Harfe, weil dort die vielleicht bedeutendste Erfindung für die Harfe gemacht worden ist, und zwar das Pedal. Und damit man mit beiden Händen an den Saiten bleiben kann und trotzdem Töne verstellen kann, also ganz was Spannendes für Hafeninsider und hoffentlich auch andere. Und da fahren wir jetzt hin, weil in dem Gempfinger Pfarrhof meine Hafenausstellung gezeigt wird. So. Machen wir schnell das Teil da raus. Und so. Einmal. Ich nehme es vorne. Und unten hat es ein Loch und da kann man reinlangen. Gut. Einfach mit Gefühl. Gut. Jetzt einfach abstellen, ob wir schon. So. Schnell ein bisschen nachstimmen, weil sonst wird es gruselig für die Ohren. Der ist jetzt auch ein bisschen zu kalt, der Herrin. Gibt auch einen dummen Spruch zum Thema Hafenstimmen. Die Harfenistin stimmt immer und die Harfe stimmt nie. Die Harfen sind einfach sehr anfällig für Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede. Und somit ist eine Harfe auch im Gegensatz zu dem Klavier einfach nie ganz sauber zu stimmen, weil sie einen reinen Holzrahmen hat. Ich wurde gefragt vom Hohenloher Kultursommer, ob ich eine Ausstellung machen könnte. Ich habe mich dann hingesetzt und habe wirklich nächtelang, da habe ich gerade noch ein kleines Kind gehabt, gestillt und nächtelang am Computer gesessen, um diese Texte über die Harfe zu schreiben. Ich habe versucht, es möglichst so zu machen, dass jemand, der in eine Ausstellung kommt, wenn er rausgeht, einfach so viel mehr weiß, aber nicht überhäuft wird mit zu vielen Details. Ich denke, dass das Klischee, das passt mir einfach nicht. Das Klischee vom langhaarigen Engel, der ein bisschen an Weihnachten ein bisschen zirpt am Instrument. Und das möchte ich einfach neu zeigen, aufpolieren, entstauben. Das war der erste Teil, damit ihr die Harfe mal gehört habt. Jetzt machen wir mal ein Quiz. Wer weiß denn, welches die älteste von diesen Harfen ist? Die in der Mitte. Was denkst du? In der Mitte. In der Mitte. Und was denkst du? Die im Arm. Die im Arm, genau. Und was denkst du? Ich denke die. Also haben wir alle drei. Jetzt müssen wir uns irgendwie mal noch auf was einigen. Jetzt schaut's mal. Welche ist die einfachste? Welche ist am einfachsten gebaut? Was denkst du? Sie haben aber vorher gesagt, dass sie ganz neu ist. Da, du hast gut zugehört. Ganz neu, das stimmt. Ich habe sie mir ganz neu gekauft, aber es ist ein Nachbau von einer alten Harfe. Weil alte Harfen gibt es nämlich fast keine, weil die brechen immer auseinander. Aber das ist vom Typ her die älteste, weil das ist die einfachste. Siehst du, die hat das nur Holz und hat sonst gar nichts dabei. Schau mal, wie aufwendig die ist. Das ist eine ganz große und die hat hier unten diese Pedale dran. Weißt du das? Und die da, die hat hier oben diese kleinen Haken dran. Siehst du das auch? Okay. Und das waren die Harfen, wo früher die Männer damit rumspaziert sind, von Burg zu Burg, zum Beispiel die Minnesänger. Da gibt es einen ganz berühmten, der heißt Walter von der Vogelweide. Der hat so eine Harfe dabei gehabt. Sehr praktisch, kann man gut mitnehmen. Gell? Macht man sich vielleicht nur ein Band drumherum, dann kann man sich es auf den Rücken schmeißen. Der Unterschied, der Hauptunterschied zwischen den drei Harfen ist nicht nur die Größe, sondern dass sie drei verschiedene Sachen können. Die kann eben nur die Töne, die da drauf sind. Und die kann schon ein bisschen mehr. Da kann man Töne verändern. Halbtöne machen, gell?
Und die mit den Pedalen, die tollste Erfindung, die für die Harfe gemacht wurde. Und die wurde ganz bei euch in der Nähe gemacht, nämlich in Donauwörth beim Herrn Hochbrucker. Und das ist ganz toll, dass man das mit den Füßen machen kann, weil dann muss ich mit den Händen nicht mehr weggehen von den Seiten, so wie ich es bei der Harfe habe. Ein typisches Harfengeräusch, das ist das Glissando. Und wenn man dann einfach ein paar Töne verstellt, wieder mit Hilfe des Pedals, dann macht man die gleiche Bewegung, aber auf einmal klingt es dann anders. Und das ist eine der tollen Möglichkeiten, die man auf der Harfe hat. Aber dafür muss sich der Komponist gut auskennen, sonst kann er damit nicht umgehen. Hier stelle ich die Harfenpedale wieder raus. Genau, und hier oben kann man auch wieder sehen, bei jeder roten Seite bewegt sich was. Jede rote Seite wird eingezwickt. Und hier unten die Pedale in drei verschiedenen Positionen. Entweder ist das Pedal oben, in der Mitte oder unten. Und das jeweils für 7 verschiedene Pedale. Also die Harfe ist schon sehr alt und auf einer alten Harfe kann man sowieso immer nicht mehr gescheit spielen, weil die scheppern und krachen umeinander. Willst du mal zupfen zur Seite? Ich halte sie. Probier sie mal. Die ist gar nicht gestimmt. Und die? Ja, die geht doch gut. Gut. Willst du mal die in die Hand? Ist auch nicht so schwer, gell? Kann man auch praktisch mitnehmen, hat auch keine Mechanik dran. Schau, geht ganz einfach. Überhaupt nicht gestimmt natürlich. Also man müsste überall diese ganzen Harfen erstmal nachstimmen. Aber weil man es ja eh nicht gescheit spielen kann, deswegen macht man das dann leider auch nicht mehr. Also das sind ganz wunderbare Harfen, ganz berühmte gotische Harfe. So schön verziert ist sie auch mit ganz tollen Einlegearbeiten. Also das hat wirklich ein Künstler gemacht. Und dann haben wir da noch die Freiberg-Harfe, schaut, das ist auch eine ganz tolle. Die ist im Freiberger Dom, kann man die sehen. Einer, der Engel, hat eine Harfe in der Hand und man hat dann gefunden, dass das richtige Instrumente waren, die in der Hand haben. So ähnlich. Sind ja wilde Gemälde in den Noten. Ja, das muss man auch alles hineinschreiben. Bei der Harfe, das ist sehr aufwendig, weil man muss sich vorher überlegen, welche Pedale man zu welcher Zeit tritt, welche Finger auf welche Seite passen. Ihr müsst euch vorstellen, ich spiele praktisch immer nur auf weißen Tasten vom Klavier. Wenn man am Klavier keine schwarzen Tasten hat, kann man sich eigentlich nicht gut orientieren, oder? Deswegen haben wir bunte Seiten dazwischen, sonst könnten wir ganz gar nicht auskennen, wo wir anfangen müssen. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, weil man muss immer wieder nachschauen, ob man noch auf der richtigen Seite ist. Man kann es nicht so gut fühlen wie beim Klavier. Einfach nur in sich setzen und ein Konzert spielen, das muss man auch erstmal organisieren. Ich habe das Privileg, dass ich das sehr viel machen kann, weil mir eben auch viel dran liegt. Und ich organisiere aber auch sehr, sehr viel, damit ich einfach die Harfe zeigen kann, weil mir das Spaß macht.